Oh, was machst du da? Gib mal die Hand. Hallo, ich bin der Adi. Wir sind Adi. Ja. Nein, du bist nicht Venom, beruhig dich. Musst nicht immer ausrasten. Bruder, was ist los, Mann? Was machst du da? Ich. Willkommen zu einer neuen Folge Pokémon Go, beziehungsweise es ist wieder Zeit für Raid am Mittwoch. Und das ist sogar schon die Raid am Mittwoch Folge 40, sprich 40 Wochen Raid am Mittwoch. Ich habe das ja nicht gleich von Anfang an gemacht. Ich habe das Format ja dann einfach irgendwann eingeführt. Trotzdem schon die 40. Woche Raid am Mittwoch und es sind schon wieder gefühlt 40 Grad. Und um euch das zu zeigen, ich habe untenrum nämlich nichts an, aber obenrum eben schön mit Hemd und T-Shirt, dass man sich wieder zu Tode schwitzt. So, aber wir wollen euch jetzt nicht lang auf die Folter sparen, denn jetzt kommen wieder die Highlights der Woche und am Ende gibt es auch wieder den Schocker der Woche. Angefangen hat die Woche mit einem Shiny Alola Sandan bei Pupsi. Hat sie gebrütet aus dem 7-Kilometer-Ei. Richtig genial, guckt euch doch mal an, wie genial das aussieht. Hat sie auch Bubi genannt. Das ist, glaube ich, mittlerweile schon auf meinem Account jetzt. Nein, sie hat ja gesagt, wenn sie da was kriegt, das kann ich gerne haben. Sie braucht das dann nicht so. Ist richtig genial. Habt ihr auch schon ein Shiny Alola Sandan gebrütet oder ein anderes von den neuen Alola Shinies aus dem 7-Kilometer-Ei? Schreibt es mal in die Kommentare. Dafür habe ich dann beim Arena-Setzen einen Shiny Pikachu mit Strohhut bei ihr gefunden. Ich wollte sie da gerade mit in die gelbe Arena setzen, tippen Pikachu an. Das war ungefähr das dritte, vierte, was ich überhaupt auf ihrem Account mal angetippt habe. Bam, shiny gewesen, richtig gute Sache. Ist ja jetzt leider nicht mehr da. Habt ihr auch eins bekommen? Schreibt's mal in die Kommentare. Dann der Sly, der hat uns nämlich gezeigt, letztens schon, der hat ein 100%iges Mewtwo bekommen mit Rüstung. Mittlerweile hat es auch hochgezogen, 3187 erreicht das. Habt ihr ja auch gesehen in der Folge von mir. Gestern habe ich ja auch eins hochgezogen, weil ich noch eins bekommen habe zum Abschluss. 3187, also willkommen im Club. So muss das sein. Ein 100er kann man immer gerne mal hochziehen. Shiny Nägelmon hat wieder zugeschlagen mit einem Shiny Shuppet. Der Kenny zeigt uns, wieder hatte nur der zweite Account. Tauschglück hat ein 100%iges Magnetilo bekommen. Könnt ihr schön erkennen jetzt auch durch die Werte immer und durch die neue Darstellung. Dann bin ich mit Mäusekind zu Glücksfreunden aufgestiegen. Der Kenny nochmal, ich bin der Raid. Ihr seht, er läuft hier rum und hat über sich einfach diesen Raid-Timer, wie lange der Raid-Boss noch da ist. Ihr habt also 19 Minuten noch Zeit, um Kenny zu bekämpfen. Ist wahrscheinlich, oh, bestimmt auch ein 5-Sterne-Raid, da kann man nichts machen, also da braucht ihr gar nicht erst antreten. Der war gestern in meiner Feldforschung drin, auch beim Shiny Nägelmon, ein Shiny Groudon aus dem Feldforschungsdurchbruch. Habt ihr auch schon Shiny Groudon aus dem Feldforschungsdurchbruch bekommen? Schreibt es mal in die Kommentare. Ich glaube, heute sage ich in jedem, nach jedem Bild einfach diesen Satz. Ich habe mir dann auf jeden Fall mit Mäusekind durch den Lucky Trade ein Shiny Glücks-Cresselia geholt. Ich will jetzt nämlich immer warten, dass ich die legendären Glückseinträge mit einem Shiny mache, weil meistens hat man ja ein normales Shiny, eh davon gefangen und kann von einem anderen dann ein Glücks-Shiny dazu holen. Ist vielleicht doch noch irgendwo nützlich, als wenn ich mir ein normales Cresselia jetzt rübertausche. Lieber ein Shiny Lucky. Bei den normalen Viechern wäre das nicht so, da würde ich mich wieder ärgern, aber bei den legendären Shinies kann man das so machen. Der Mitchell auch mit einem Shiny Pikachu mit Strohhut. Dann gab es wieder mal einen X-Raid, da haben wir hier gekämpft und ja, was hat das? 14-14-13 würde ich sogar sagen, 16-24 habe ich da bekommen, sah auch richtig gut aus. Dann bin ich mit Elisa Huhn zu Glücksfreunden aufgestiegen, mit Christel zu beste Freunde aufgestiegen, kurz nach dem X-Raid, da saß dann plötzlich auch ein Bisa Flor. Das haben wir natürlich dann auch eingetütet, 1520 mit gelber Beere und 20 Bonbons mitgenommen, richtig genial. Auch der Wulle Hai, Grüße gehen raus, mit einem 100%igen Rüstungs-Mewtwo, wie schon gesagt, so selten waren die dann gar nicht. Es haben viele Leute da Glück gehabt, wie ich mitbekommen habe. Xtreme hat uns gezeigt, wir haben wieder mal einen neuen Pokestop bekommen. Dann der Tim, direkt noch ein Versuch, hat mir noch ein Screen geschickt hier mit Rüpel besiegt, 9 Bälle, verbleibende Pokémon 9 Bälle, Held Erlöser jeweils 9 Bälle, gesamt 99 Bälle im Versuch, das Krypto-Pokémon zu fangen. Wieder mal ein Bug, den haben schon andere jetzt auch gehabt, aber der hat mir das zuerst gezeigt und geschickt, fand ich genial, habe ich die ganze Woche mit mir rumgeschleppt.
gibt's beim Subway gegenüber, hat uns der Extrem gezeigt. Viele wollten natürlich dann Krypto Dratini haben und haben das gesuchtet, was wohl eins auch der nützlichsten noch ist, wenn man die dann erlöst. Ein 100er Dragoran geht immer, aber ein 100er Radikal braucht man jetzt nicht unbedingt. Dann aus dem Glückstausch mit Elisa Huhn habe ich mir dieses Kribbuk gegeben, auch extra Bubi genannt. Der hatte nämlich schon eins, weil er von seinem zweiten Account sich eins rübergegeben hat, hat mir seins auf dem großen Account rüber an meins. Jetzt habe ich also ein normales und ein glückliches, so muss es sein, damit auch bei dem normalen der Hintergrund nicht stört. Ist manchmal doch bequem, einen Stop direkt bei der Arbeit zu haben, zeigt uns hier Pupsi, die also direkt von Arbeit aus auch zwischendurch mal in der Pause einen Team Rocket Kampf machen konnte und sich ein Krypto-Pokémon sichern konnte. Mein erstes erlöstes 100er von Ditch mit einem 100%igen Turtok. Ihr wisst ja, wenn ihr die Kryptos erlöst, haben die dann automatisch Level 25 und bekommen jeweils zwei Attribute dazu bei Angriff, Verteidigung und KP. Und wenn ihr vorher was Gutes habt, könnt ihr euch ja schon ausrechnen, dass es dann ein 100er wird. Deswegen guckt immer mal auf die Werte mit dem neuen System. Geht das ja, so ein 100er Turtok für die Sammlung, wer noch keins hat, oder 100er Glurak, gerade bei den Startern. Auch Stefan Landei, nachdem ich trotz Extreme Rating wochenlang keine einzige X-Rate-Einladung hatte, waren es gestern gleich drei. Da seht ihr 16-1, 16-1 und 16-7 bekommen. Richtig gute Sache. Ich habe noch nie drei an einem Tag gehabt, wenn dann höchstens mal zwei, aber drei habe ich auch noch nicht geschafft. Richtig gut also. Dann die Heike zeigt uns gestern Abend auf der Heimfahrt geklickert ein Shiny Rattan und da habe ich immer noch keins, das fehlt mir immer noch. Das ist so hartnäckig, das Teil, keine Ahnung, ist ja auch nicht erhöht, hat ja eine normale 450er Chance, aber trotzdem, A-Box sieht richtig genial aus, wollte ich unbedingt haben, aber erstmal muss das Rattan her. Dann habe ich einen Shiny Schniedel gefangen, wie man hier sieht. Auch richtig genial, da werde ich vielleicht auch noch eine extra Folge dann dazu machen, wie ich Schniedel zu Ultraschniedel entwickle. 100 Bonbons haben wir ja, Sinostein haben wir auch da. Denn das Snibunner oder Schniedelbunner sieht richtig genial aus dann. Wenn ihr das noch nicht gesehen habt, guckt euch das dann mal an. Dann das nächste hier, es ist Nacho Mai, eine Mischung aus Nacho und Macho Mai. Ditch wieder mal mit einem Shiny Onyx Nummer 2. Stefan Landei, No Gym 2019, der erste Fang des Tages, wieder mal passend zur grünen Teamfarbe, weil er kein Team hat, ein im Prinzip türkises, farbiges Smogon, Shiny, auch richtig gut, vor allem das WP 16, der Deferis, irgendwie geil, das erste Krypto-Pogi hat ein Morabell bekommen sogar als Krypto-Pokémon, also Weiterentwicklungen gehen natürlich auch, manche haben auch schon Golbat daraus bekommen. Dann gab es den Team Rocket Überfall, in New York war das glaube ich, wo jeder Pokestop ein Team Rocket Stop war, das sind dann auch die Team Rocket Gestalten durch die Stadt gezogen, haben sich da niedergelassen, das sind etliche Fotos rumgegangen mit ihren Rucksäcken, haben da Schilder bemalt, Säulen, haben da überall drauf rumgekleckst, haben die Pokémon angemalt. Auch der Pushner noch mit einem Shiny Onyx, mit einem Shiny Haspiror und mit einem Shiny Schuppet. So, Wochenbericht, drei Shinies, davon zwei heute Abend. Jedes Onyx, was ich anklicke, wird Shiny, nicht mehr normal. Dann der Pushner nochmal, schon wieder, ich brech zusammen mit einem Shiny Zickzacks. Und der Mitzenmann, dieses Maromai wurde am 27.07. in der Nähe von Thema, ne, mit einem 100%igen Maromai aus dem Raid, richtig genial, gleich hochziehen. Gerade gebrütet, das erste, was ich ausgebrütet habe, vom Bockwurst King, der hat nämlich jetzt einen neuen Account und hat sich da mal ein Shiny Alola Mauzi gegönnt. Auch richtig gute Sache, fehlt mir auch noch, habe ich noch nicht. Terrorzicke, Tag 1 im Spiel und gleich Shiny auf dem kleinen Account. Ihr seht, der Trend geht immer mehr zum zweiten Account, dritten Account, vierten Account, wird immer mehr. Dann der Tobi, der hat, glaube ich, in dieser Invasion auch mal eine Fotobomb gemacht und hat uns also gezeigt, dass Team Rocket wirklich die Fotos gebombt hat und ihr dann Mauzi, glaube ich, rausbekommen habt. Aber es hat auf jeden Fall funktioniert. Team Rocket während der Zeit auch mit Fotobomb. Das war ja nicht offiziell bestätigt, hat aber dann doch funktioniert. Shiny Nägelmon wieder. Da muss man nichts mehr dazu sagen. Shiny Pikachu mit Strohhut. Vorhin ausgebrütet. Bei Ditch ein Shiny Wablu. Dann der Franz. Weiß jemand, wie stark das wird, wenn ich es erlöse?
Ja, das sieht sehr gut aus. Also der hat dann 2 Werte auf 15 und der letzte, der müsste jetzt bei 12, müsste dann also auf 14 sein. Also hätte dann 15, 15, 14, wäre dann also ein 98%iges Radfratz. Also er hat es ja noch nicht entwickelt, wenn er es erlöst. Kann man machen, kann man nicht machen, wenn man unbedingt so, wenn man kein besseres hat. Ich würde es eigentlich so lassen, sieht nämlich cool aus und wird von jedem einen sammeln. Aber er kann sich natürlich auch einen 98er Radical holen dann, wenn er es noch entwickelt. Das ist es endlich, mal Shiny beim Durchbruch bekommen vom Ryan Reynolds, vom Brian, ein Shiny Latios aus dem Feldforschungsdurchbruch. Ich habe ja bisher, glaube ich, immer noch keinen Shiny da bekommen. Der Beer Benny auch mit einem Shiny Rettan und ihr seht hier unten auch, da ist das Arbok auch schon registriert, aber nicht das, denn der hat einfach noch ein anderes gehabt und hat das entwickelt und hat jetzt hier also auch ein Shiny Arbok, was richtig genial aussieht, so richtig golden und das möchte ich auch unbedingt haben. Auch der Kenny endlich sogar mal auf dem richtigen Account. Auch mit einem Shiny Rettern. Der Bockwurst King mit einem 100%igen Alola Mauzi gebrütet aus Fisstirol, Österreich. Dann habe ich zwischendurch einfach mal, als ich auf Rettanjagd war, wie kann das anders sein, daneben getippt und plötzlich einen Shiny Europe bekommen. Obwohl ich die Familie ja schon voll habe, habe ich jetzt also ein drittes, was ich dann auch abgeben könnte. Dann vom Thomas Samaschke ein 100%iges Tengulist in der Nähe von Essen, Nordrhein-Westfalen. Ihr seht, auch als Glücks-Pokémon. Sieht also cool aus. Würde ich trotzdem nicht hochleveln, damit macht man ja glaube ich eh nichts und das Level ist weiterhin sehr niedrig. Der haut auch richtig rein bei den Krypto-Pokémon. Der hat schon 50 Krypto-Pokémon erlöst und der battelt sich da um Hals und Kragen, um Kopf und Kragen. Ich habe glaube ich 5 erlöst, weil bisher habe ich noch nicht viel gemacht. Hatte auch mal wieder Glück, die Sally-Maus mit einem Shiny Muschas. Oh, das hat sich reingeschlichen, ein Foto vom Adi noch, wie er ganz traurig am Fenster sitzt und sieht aus wie eine graue Maus. Der Mitchell mit einem 98%igen Stalos, leider nur 14 Angriff. Dann habe ich einen Shiny Zubat bekommen, daran habe ich auch gar nicht geglaubt, weil es spawnt so gut wie keine Zubat. Also da müsst ihr wirklich auch Glück haben. Dann hat der Kenny mich gestern Abend noch eingeladen für den X-Raid am Schwimmbad am 1. August. Das ist morgen also auch soweit. Morgen also nicht nur Shiny Rayquaza verfügbar, sondern auch wieder der nächste X-Raid. Vielleicht kriegt man da ja nochmal ein gutes Deoxys raus oder können das verbinden, so ein zusammenhängendes Video machen. Schauen wir mal, wie wir das machen. Der Robby, dieses Bisasamen, wurde in der Nähe von Erfurt erlöst, sagen wir mal. Gerade erlöst, Angriff zwar auf 12, 11... 12 ist das, glaube ich, aber Verteidigung, KP auf 15 ist okay, kann man machen. Level 25, ihr seht, ihr könnt da richtig was basteln. Interessant wird es natürlich auch, wenn da noch ganz andere Pokémon in den Team Rocket Stops verfügbar sind. Denn die Starter, die habt ihr ja alle auch am Community Day schon hinterhergeworfen bekommen. Und man ist gespannt, was da noch reinkommt, was man sich da noch basteln kann. Und boom, nochmal der Robby mit einem Shiny Stolunior. Das fehlt ja auch noch vielen, andere haben aber schon 5 Stück davon, also da ist wieder mal so ein Unterschied zu sehen. Einmal auf dem kleinen Account, ein Shiny Smogon bei der Sally Maus und danach auf dem großen heute doppelt Glück gehabt. Und der große ist sogar größer, der hat nämlich auch mehr WP und besonders cool finde ich auch das Gas, was da rausströmt, dass das dann so rosa ist, lila, wie auch immer. Gefa, wuhu, mein erstes 100er mit einem 100%igen Fukano, auch richtig cooles Pokémon, damals immer entwickelt und als Feuerangreifer genommen, kam ja auch relativ hoch mit den WP. Der Wullahai auch noch mit einem Shiny Smogon, der Wullahai auch noch mit einem 100% erlösten Radfratz, richtig genial, und der Wullahai mit einem zweiten Shiny Smogon und der Wullahai immer in Celle Niedersachsen mit einem 100% Smogon, also der hat wirklich da alles mitgenommen, außer Rettern. Denn Rettern, das, ja, da geht nichts. Das Rettern ist wahrscheinlich so selten bei manchen, andere mal 10, wie der Bierbenny. Und der Wullahai nochmal hat dann endlich einen Shiny Muschas bekommen, hat das aber der Franzi versprochen, hat er hier auch dran geschrieben. Richtig gute Sache. Nun der Thomas wieder am Ausrasten, besiege 100 Team Go. Rocket Rüpel, der hat schon 100 Rüpel besiegt. Wie weit seid ihr da? Schreibt es mal in die Kommentare. Ich habe gerade mal so die 50, glaube ich, geknackt mittlerweile, aber der ist schon bei der 100, der ist wieder meilenweit voraus.
Und dann noch was Kleines in eigener Sache, es war ja dieses Gewinnspiel mit den 500 Bierdosen, wo dann auch diese Schürzen verlost wurden von den Leuten, die auf die Dicken in die Kommentare schreiben. Der Barbaren-Tobi wurde da gewählt, der hat heute auch geschrieben, mein Paket von dir ist angekommen, Dankeschön. Auch der Thomas Samaschke, mein Gewinn ist angekommen, hat sich auch gefreut, ist auch dabei. Der Fabian Bayer wurde ja auch gezogen, hat sich gefreut. Wie beim Sport, ich wurde auch immer zuletzt gewählt, danke Ramon und Ismo. Der will das vielleicht persönlich haben, dass man das mal verbindet mit einem Raid oder irgendwie anders. Und dann Crazy O und Envil habe ich es auch geschickt. Und vom Splatter One fehlt mir die Adresse. Ich weiß nicht, wie ich den erreichen soll. Wenn er das hier sieht, soll er mich bitte mal anschreiben. Ich wollte auf YouTube, bin auf seinen Kanal, aber der hat einen neuen Kanal gehabt. Ich habe auch nirgendwo die Funktion gesehen, dass man dem eine Nachricht senden kann. Und so bin ich ein bisschen aufgeschmissen. Weiß nicht, ich habe ihn als Kommentar ihm unter seinen Kommentar geheftet. Er soll mich bitte mal bei Facebook anschreiben. Bis jetzt kam, glaube ich, noch nichts. Aber der wird natürlich auch noch seine Schürze bekommen. Denn ohne Schürze geht gar nichts. Das war's jetzt davon. Wir kommen jetzt noch zum Schocker der Woche. Und der Schocker der Woche kommt diesmal von Marcel Weber, denn wenn Mewtwo schon weggeht und so viele Leute Mewtwo als 100%iges bekommen haben, wollen wir euch hier zeigen, wie es also aussieht, wenn man richtig lucky ist und für das wertlose 100%ige Mewtwo auch noch weniger Sternstaub ausgeben muss, indem man einfach ein 100% lucky Mewtwo bekommt. Wie eben Marcel Weber hier, das ist sogar auf Level 27 Grad mit 2458 WP. Kommt eben auch auf 3187, daran ist ja nichts anders, 3 Werte auf 15, 100% und Lucky ist cool, da hat man nämlich immer noch mal was gespart. Aber wer genügend Staub hat oder so, oder dem das wichtig ist, der pusht das ja auch so. Das war's aber von dieser Woche, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn wir wieder die Highlights der Woche für euch zusammengefasst haben und den Schocker der Woche küren, wenn wir irgendwas finden. Ihr könnt weiterhin natürlich auch eure Sachen mit reinschicken auf Facebook oder so, oder wie manche machen das auch bei Instagram. Könnt ihr immer machen, kein Problem. Wenn da was Cooles dabei ist, nehme ich das gerne mit rein. Das war's aber von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, peace out, vorhaut, euer Ramses.